Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Jahresvorschau 2024 für die Waage. Dieses Video ist sowohl für Sternzeichen Waage als auch für den Aszendenten Waage und ich verwende wie immer die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Ich habe die Karten im Vorfeld schon gut für euch gemischt und das heißt, wir legen jetzt direkt los. So, kommen wir doch gleich mal zu deinem Hauptthema. Hier, diese vier Karten zeigen das Hauptthema an, was dich wirklich das ganze Jahr über beschäftigen wird. Ich deute die Dame für dich, unabhängig davon, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Ich deute in den Allgemeinreadings immer die Dame für dich. Betrachte also bitte geschlechtsneutral. Und der Herr steht hier für dein Gegenüber, ebenso geschlechtsneutral. Ja, mit der Dame an diesem Platz sehe ich schon mal, dass du zu sehr viel Klarheit kommen wirst. Für einige von euch sehe ich auch Spiritualität, also dass spirituelle Themen für euch sehr wichtig werden. Ja, euer Gegenüber, für einige von euch ist das hier tatsächlich ein fester Partner, für andere oder Partnerin, für andere ist das einfach eine sehr wichtige Person für euch. Ich sehe erstmal hier, dass diese Person es ernst meint und dass sie gerne diese Verbindung, die zu euch besteht, auch gerne noch stabiler haben möchte, dass sie aber auch diese Beziehung schon als sehr stabil ansieht. Ich sehe hier zwischen euch auch starke Gefühle und bei einigen von euch sind diese Gefühle auch schon länger vorhanden. Da geht es hier um eine bereits länger vorhandene Beziehung. Mit dem Fuchs hier auf dem Haus des Geheimnis. Ja, das sieht so ein bisschen bedenklich aus. Für einige von euch wird es halt so sein, dass es hier so eine Geheimniskrämerei gibt. Dass hier jemand nicht so ganz ehrlich ist. Im schlimmsten Fall könnte es wirklich Lügen sein. Für einige von euch sehe ich aber eher das Misstrauen gegenüber dem Partner, für einige auch das Misstrauen gegenüber der Gefühle. Ja, für einige von euch ist es auch schlichtweg einfach so, dass ihr aufgrund von eurem Misstrauen nicht möchte, dass man quasi in euch reinschaut. Ihr möchtet nicht alles so offenbaren. Ja, schauen wir doch mal gleich auf dich. Du bist ja hier die wichtigste Person. Und ja, da haben wir natürlich hier den Bereich mit diesem Gegenüber, mit euren tiefen Gefühlen. Und hinzu kommt hier noch, dass ihr selbst diese Verbindung eigentlich stabiler haben möchtet. Ihr möchtet, dass sich das besser verwurzelt, stabilisiert. Mit dem Hund auf dem Haus der Wolken sehe ich aber, dass es in Vertrauensdingen einfach noch Unklarheiten gibt für dich. Und mit dem Baum hier, das ist eigentlich der Rat. Und der Rat hier, der besagt eigentlich, mach es langsam, überstürz nichts.
Der liegt auf dem Haus der Schlange, der Verzögerung. Also du darfst schon das alles entfalten lassen, stabiler werden lassen, aber mach es langsam, gib der Sache Zeit. Ja, dann haben wir hier den Blumenstrauß und der Blumenstrauß liegt auf dem Haus der Veränderung. Das steht für erfreuliche Veränderung, was hier diese Fuchsangelegenheit betrifft. Und zusätzlich sehe ich hier den Neubeginn. Der Neubeginn liegt auf dem Haus der Kommunikation. Also, das ist doch schon eine schöne Sache. Vielleicht könnt ihr hier einfach dann besser miteinander reden, Unklarheiten aus dem Weg räumen. Sehr schön. Ja, auf dem Haus der Dame liegen die Störche, was auch wieder anzeigt, dass es in diesem Jahr sehr viel Veränderungen für dich geben wird. Ja, kommen wir zur Liebe, hier mit dem Herz. Das Herz liegt auf dem Haus vom Mond und das ist ja das Haus des Erfolgs und der Gefühle. Hier ist die Karte Mond. Also das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Mit der Schlange auf dem Haus vom Berg ist allerdings angezeigt, dass da etwas blockiert ist und dass es einfach nur sehr langsam vorankommt in deinen Liebesangelegenheiten. Und mit dem Bären hier auf dem Haus der Wege sehe ich auch, dass es für dich sehr wichtig sein wird, selbstbewusst und eigenständig deine Entscheidungen zu treffen, dass du dich nicht dominieren lassen sollst von jemand anderem. Ja, der Mond liegt auf dem Haus der Verzögerung und Ängste. Und da, das ist eigentlich auch so der Rat an dich, da wo es so, ja, wo es eben langsam geht und wo du vielleicht auch Ängste bekommst oder dir Sorgen machst, weil es so langsam geht, da darfst du zuversichtlich sein. Da sollst du wirklich auch an den Erfolg glauben und ans Gute glauben und auch deine positiven Gefühle einbringen. Dann sieht es nämlich auch recht gut aus. Dann wird sich das weiter verankern. Der Anker liegt auf dem Haus vom Highlight, von der Sonne. Das heißt, eure Beziehung oder alles, was in deinen Liebesdingen ist, wird sich weiter verankern. Und der Bauch hier, der liegt auf dem Haus der Möglichkeiten. Und das heißt, du hast hier wieder Möglichkeiten für neue Pläne, was dir so wichtig ist. Ja, auf dem Haus vom Herz liegen die Sterne, was mir auch wieder zeigt, dass du Klarheit erlangen wirst in Liebesdingen. Und die Sterne sind auch immer eine Karte, die von Erfüllung und Klarheit geprägt sind, also erfüllende Liebe. Ja, die Karte der Arbeit liegt direkt nebendran und ich habe ja schon erwähnt, sie liegt auf einem sehr, sehr guten Platz. Allerdings ist es auch hier so, dass die Arbeitsthemen bei dir blockiert sind und nur sehr langsam in die Gänge kommen. Hier wird deine Fachkompetenz gefragt sein. Da hast du Möglichkeiten, wenn du wirklich selbstbewusst bist, deine Fachkompetenz zeigst, unter Beweis stellst. Und dann wird es für dich auch eine schöne Sache, dann wirst du deine Arbeit auch lieben. Ja,
Auf dem Haus der Arbeit liegen auch noch die Hände. Das heißt, da besteht Handlungsbedarf. Da musst du wirklich etwas auch dafür tun, damit sich hier eben, damit das wieder etwas besser in Bewegung kommt. Weil die Tendenz ist halt einfach, dass mit der Arbeit alles schleppend geht. Aber wenn es geht, dann läuft es auch und eben es gibt viel zu tun. Ja, das Thema Finanzen, da wünschst du wirklich Stabilität drinnen. Und da sehe ich eben auch diese Verträge, die sich, ja, es sind quasi zum Teil neue Verträge, zum Teil alte Verträge, wo du einfach nochmal Hilfe brauchst. Da ist einiges unklar und du solltest hier wirklich schauen, dass du jemanden findest, der dir hier weiterhilft. Bitte nicht ins blinde Vertrauen gehen. Ja, hier mit dem Turm sehe ich auch noch mal, wenn du bei deinen finanziellen Angelegenheiten angewiesen bist auf Ämter, da kann einiges schieflaufen. Da musst du wirklich dranbleiben und aufmerksam sein. Ich sehe aber bei dir auch, dass du hier wirklich dein Ziel anvisierst und deine finanziellen Angelegenheiten quasi in die Ordnung bringen möchtest. Ja, dann sehe ich hier, dass du zum einen hängt halt viel von dir ab, wie deine finanzielle Lage rauskommt, wie das geht. Es hängt von deiner Aktivität ab, von deiner Klarheit, also wie sehr du hier schaust, dass du aus den Unklarheiten rauskommst, wie sehr du hier schaust, dass du Hilfe bekommst, um Unklarheiten zu beseitigen. Für einige von euch sehe ich auch, dass es hier auch Unterstützung vom Partner gibt. Ja, was mir hier eben nicht so gut gefällt, ist der Fuchs. Das heißt, alles, was mit Gelddingen zu tun hat, da solltet ihr auf der Hut sein. Also da könnt ihr auch belogen werden, da können Dinge schieflaufen. Seid vorsichtig, wenn es um eure Finanzen geht. Und schaut, dass ihr wirklich einen klaren Durchblick bekommt. Ja, auf dem Haus der Fische liegt hier das Schiff, was mir zeigt, dass eure finanzielle Sache einfach langwierig wird. Es plätschert so vor sich hin, aber es läuft, es fließt. Also es dürfte wirklich bei keinem so sein, dass gar kein Geld mehr da ist. Und es wird laufen, es wird fließen. Aber langsam, langwierig. Ja, dann noch zum Highlight. Die Sonne liegt auf dem Platz vom Haus, was mir anzeigt, dass so Stabilität für euch sehr wichtig ist. Stabilität erlangen in verschiedenen Bereichen. Für einige von euch ist euer Zuhause sehr wichtig. Für einige ist das Thema Eigentum, Haus, Wohnung, was auch immer, ein sehr wichtiges Thema, was für euch dieses Highlight darstellt. Und für einige ist es eben auch die Familie.
die euch diese Stabilität gibt, was für euch ein Highlight ist. Und der Anker liegt ja auch noch auf dem Haus vom Highlight und das zeigt mir einfach, dass es hier, ja, für manche wird einfach die Arbeit das große Highlight sein, aber für viele wird es einfach diese Verwurzelung sein. Dieses, wo verwurzle ich mich, wo fühle ich mich stabil. Ja, liebe Wagen, es macht immer Sinn, so ein Video abzuspeichern und in ein paar Monaten nochmal anzuschauen. Oftmals kommen Dinge anders, als wie man sie sich denkt. Und dann kann man halt hier drin einfach vielleicht noch einen Hinweis finden, wie es weitergeht. Ich würde mich super freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und natürlich freue ich mich auch über jedes Like. Es bringt mir sehr, sehr viel. Es ist eine tolle Anerkennung und ganz klasse ist es auch, wenn du dir die Mühe machst und mir einen Kommentar schreibst. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche dir alles Gute. Bis bald!